Hallo liebe Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Pokémon im Marktcheck. Ich war heute unterwegs und bin zufällig an einer Lotto-Filiale vorbeigekommen. Und dort gibt es auch wundervolle Boxen ab und an. Und ich wollte mit euch herausfinden, ob die Pull-Rate bei den Boxen genauso gut ist oder eben eher weniger. Man kann das so Pi mal den Daumen nicht immer sagen, weil... Wie es auch immer ist, bei jedem Boxen ist es unterschiedlich. Lasst uns mal schauen, was wir an der Box alles so haben. Also ich habe sie im Laden geholt, sie stand auch oben. Deswegen wundert es mich. Ich habe auch nicht genau geguckt, aber ich habe sie trotzdem geholt. Hier ein Riss, dass man die so verkauft. Also in anderen Läden würde das nicht so passieren. Ich frage mich, ob die schon gebraucht von jemandem vielleicht abgekauft worden war oder die einfach als Mangelware bei denen hingestellt worden ist. Es sind schon einige Lutscher dran. Und sie konnte auch dort im Laden gar nicht so gequetscht werden. Kann sein, dass sie in der Verpackung war, wo sie dort dann gequetscht worden ist und geliefert worden ist. Das kann ich leider nicht sagen. Aber an sich muss man... Ohoho, es hat gewackelt. Ich muss einmal kurz. So, an sich ist die Box ja trotzdem ganz toll, weil wir hier die Super-Promos haben. Die Booster sind ja im Endeffekt nicht beschädigt. Daher ist es völlig egal, was jetzt eigentlich mit der Verpackung ist. Denn wir wollen ja auch gucken, was ist in den Boostern drin und wie gut gönnt uns diese Encounter Box. Wir haben hier sowieso so viel Stuff, dass ich sagen muss, lasst uns reingehen, nicht so lang quatschen und uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Weil ich freue mich riesig auf... Oh boah, ist die fest. Also verschweißt ist die schon mal gut, da schauen wir auch mal nach. Es sieht so aus, kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob die nochmal zugeklebt war. Das kann ich jetzt nicht so sagen, aber sie ist auf jeden Fall fest hier verklebt. Halt die Frage, ne? Ist das normal, dass das hier so festgeklebt ist? Ich weiß es wirklich nicht, weil die manche Collection-Boxen, das kann ich euch mal... Weißt... Also da ist ja diese leichte Klebestelle, oder? Ne? Da ist so eine leichte Klebestelle. Ich weiß nicht, ob das Lieferant zu Lieferant unterschiedlich ist. Könnt ihr mir sicherlich sagen, aber das sieht hier sehr dick verklebt aus. Mal schauen. So. Im ersten würde ich sagen, sieht das doch schon mal alles richtig, richtig nice aus. Man sieht die Promokarten. Die sehen... auch wunderschön aus. Ah, ich krieg sie nicht ab. Hier wird guckt. So, da sind sie. Ich lasse die drin, weil ich sie gerne auch hier für mich hinstellen möchte. Deswegen hole ich die nicht immer raus. Die Boxen. Komplett. Die PIN sieht auch schon mal echt nice aus. Das muss man einfach sagen. Exentor ist ein richtig mega krasses Pokémon. Ist nicht mein Lieblings-Pokémon, aber diese Karte hier. Die große Karte. Schaut euch mal das an, wie das geriffelt aussieht. Das ist echt hammermäßig. So, ich hole das nicht alles raus, weil viele der Produkte stelle ich einfach so hin, damit es im Hintergrund ein bisschen hübsch aussieht. So, dann schauen wir mal, weil hier sieht man auch oben, wartet mal, hier auch einen richtigen Katscher abbekommen hat. Kann natürlich auch sein, dass es... Gucken, ob es hier noch aufpasst. Ohne Hitze. Ha. Wenn es gleich umkippt, wird es ein bisschen Action im Video geben. Wo wir eigentlich rein wollen, ist diese wunderbaren Booster. Astralglanz, wunderbares Set.
Strahlende Sterne, Fusionsangriff und schaurige Herrschaft haben auch bisher immer gut gegönnt. Wir fangen immer von hinten an, weil ich gern auch erstmal die älteren Sets öffnen möchte. Deswegen fangen wir erstmal mit schaurige Herrschaft an und schauen, was das Booster so gönnt. Ah, jetzt habe ich mich gespoilert. Und da ist es. Feuer. Porygon. Ist auch immer schön, finde ich, bei den Kollektionen, dass dort ältere Sets drin sind, weil dann man auch mal von diesen ganz normalen Karten auch mal die Artworks sieht. Und ich finde, die sind einfach immer super gelungen. Schaut euch dieses Artwork an. Einfach wundersüß. Wundersüß, was für ein neues Wort. Porygon. Volbit, Dioni und ein Sabayone. So sehe ich immer aus, wenn ich Hunger auf Kuchen habe. Haha. So, Fusionsangriff. Ein wunderschönes Set. Und jeder, der Fusionsangriff öffnet, möchte das wunderschöne Psyana haben. Also wenn ich es jetzt ziehen würde, dann hebe ich hier ab vom Stuhl. Aber sowas von. Ich möchte mich nicht immer spoilern mit den Codekarten. Manchmal, ihr wisst ja, geht das leider. Wasser. Oh, das Togedemaru ist auch so süß. Blottball. Tohaido. Sieht auch ganz schön wild aus. Flussle, auch eines meiner Favorites. Und da würde ich mir wirklich gerne mal so eine Alternative oder irgendwie so eine V-Karte, so richtig süß. Oder vielleicht so eine Goldkarte wünschen muss. Mauzi, das neue Gala Mauzi, genau. Das neue Artwork finde ich, auch wenn andere sagen, ist so lala, finde ich ganz cool, muss ich sagen. Meryl, Iguana, Araqua und Alalabis. Bisher würde ich sagen, nicht so toll. Aber wir haben ja noch diese drei Mega-Mega-Sets. Drei Mega-Sets, was sage ich denn da? Drei Booster. Astralglanz zweimal, also strahlende Sterne. Ihr wisst, ich bin heiß auf A. Seht ihr das? Sieht sehr locker flockig aus. Da bin ich mal gespannt, ob das hier vielleicht jemand wieder einfach reingepackt hat und sozusagen geklebt hat. Das könnte ich mir vorstellen. So, wir schauen mal, was wir hier aus so einem Booster ziehen können. Ob ich mich irre oder ob es vielleicht wirklich manipuliert ist. Sarah Lili. Tupuk. Delilu. Okumil. Dinox. Krebskorps. Und Heatran. Schon ein wenig komisch. Schauen wir uns mal die anderen Booster an. Die sind auch sehr luftig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Produkt ist. Wir werden sehen, ob die Booster noch gönnen. Ansonsten würde ich fast schon sagen, ist es nicht wertvoll, aus so einem Shop so etwas zu kaufen. Deswegen machen wir Folge Taizo. Teifel. Cognodon. Was ich super süß finde. Magnetilo. Mogelbaum. Driftlon. Enton. Plaudergei. Gaunux. Und Volterus. Ein kleiner Hit. Last Pack Magic.
gucken, wie sich das hier anfühlt. Hier fühlt sich das ein bisschen verschweißter an. Kann natürlich auch immer etwas mit der Fabrik zu tun. Das ist nicht immer so, das ist. So, dann mal schauen. Energie. Felicia. Bronzong. Unbekanntes Fossil. Isui Barschuft. Ein Barschuft. Sichlor. Mantax. Teliursa. Karaborn. Kobutz. Und Miriador. Nicht so prickelnd, man sieht. Der Verdacht liegt mir, dass es vielleicht nochmal eingepackt worden ist. Kann man auch hier ransehen. Da die Rotkarte hier nickt ist. Wir schauen uns nochmal die Karten noch. Da ich. Auf den Blick würde ich war es wahrscheinlich. Ansonsten relativ okay aus, würde ich sagen. Leider nichts gegönnt und ich würde auch tatsächlich davon ausgehen, dass hier irgendjemand drangegangen ist und die ausgetauscht hat, weil auch in einem Lotto-Geschäft gibt es zu jedem einen Booster. Das heißt, der müsste ja dann hier reingegangen sein und hier die wieder reingemacht haben. Ich würde sagen, ich empfehle nicht für euch, einfach in einem Random-Geschäft zu gehen, sondern immer wieder vielleicht im GameStop oder ja, wobei Smith Toys ist auch, gibt es auch ganz viele Sachen, die ich gehört habe, die nicht so gut liefen. Da hatte ich mal in einem Bericht gehört, dass dort jemand Sachen bestellt hat, er sie dann aufgeöffnet hat und auch ihm aufgefallen ist, wurde wieder zugeklebt, der hatte die Fotos gemacht und die aber gesagt haben, ja, das könnte sein, die haben das halt, jemand hat es wieder zurückgebracht. Und die haben ihn auch das Geld nach ganz vielem hin und nur ein wenig erstattet, was dann halt auch schwierig ist. DM hatte ich ja auch schon mal ein paar Videos gemacht. Dort ist das Problem, dass in Produkten, die eigentlich die Produkte sein sollten, einfach dort, sage ich mal, Restebooster reinkommen. Das wiederum finde ich nicht so schlimm. Es sind keine geöffneten Booster, die sind völlig verschlossen. Da muss man dann halt mit umgehen. Rossmann war, glaube ich, auch genau dasselbe. Ansonsten gibt es halt, sage ich, in normalen Geschäften ist es schwierig. Also ich gehe lieber in den GameStop, weil da weiß ich, dort wird das halt gelagert hinten und wenn man ein Produkt hat, wurde es auch nicht angefasst oder sonst was. Ich glaube auch nicht, dass die im GameStop dann sich das wagen würden,
etwas zu öffnen, einfach so. Und ich glaube auch, jemand, der im GameStop einkaufen geht, ist nicht so dumm, dass er das verschweißt, also das nochmal verschweißt oder wie auch immer und dort so abgibt. Ja, ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die würden es auch gar nicht dann nochmal zurücknehmen, weil die einfach die Garantie dort nicht drauf sehen. Wenn man es gekauft hat, dann hat man halt Pech gehabt. In dem Sinn, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ja, beim nächsten Mal wird es halt noch mehr andere Produkte geben, die wir testen, um herauszufinden, wie gut sind diese Produkte. Und ich möchte euch dabei helfen und euch auch ein bisschen schützen, vielleicht nochmal zu überlegen, ob ihr euch das Produkt kauft und ob es sich auch lohnt. Es hat sich trotzdem gelohnt, weil die Box einfach wunderschön ist. Vor allem mit dem Pin hat ja auch seinen Wert. Die Vista und die Promos sind ja auch schon richtig hoch von Wert mittlerweile. Deswegen würde ich sagen, hat sie sich schon gelohnt. Und man weiß auch, dass nicht in jeder Box immer unbedingt die großen Hits sind. Es waren jetzt kleine Shinies dabei. Ich hätte mir gerne einen größeren Hit gewünscht. Aber dafür kann die Box ja auch. Oh. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und freut euch beim nächsten Mal. Dort werde ich dann ein kleines Geburtstagsvideo für euch aufnehmen mit einem besonderen Set. Was es sein wird, da lasst euch nochmal überraschen. Lasst mir einen Daumen da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Plus abonniert gerne diesen Kanal. Es wird mehr solcher wunderschönen Videos geben. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr Ideen habt, welche Boxen ich für euch öffnen soll. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eure Jessie.